Hallo zusammen, ich bin Rose Prischwiler, ich arbeite im Wohn- und Pflegeheim Utzigen. Ich bin im zweiten Lehrjahr und zeige euch jetzt, wie mein Alltag so aussieht. Der Arbeitsalltag sieht so aus, dass wir am Morgen zuerst mit selbst zum Morgen begleiten. Und dann gibt es eine Aktivität, wie zum Beispiel Rüsten. Und dann begleiten wir sie beim Mittagessen. Nach dem Mittag gehen wir mit ihnen auf einen kleinen Spaziergang. Und dann gibt es meistens wieder eine Aktivität, wie zum Beispiel die Werkstatt, wo wir zusammen basteln. Durch den Tag haben wir viel Gespräche mit den Bewohnenden und dadurch können wir eine gute Beziehung aufbauen. Wenn man spontan durch den Tag auf einen Bewohner trifft und er mit ihnen ein Gespräch führt, sei es lustig oder tiefgründig, das habe ich sehr gerne. Um bei uns Farbe zu lernen, wäre es super, wenn man soziale Ader hat, gerne Kontakt ist mit Menschen. Flexibel muss man sein, weil jeder Tag kann anders aussehen bei uns. Empathisch sich kann einfühlen in andere Menschen, aber auch mit schwierigen Situationen kann umgehen. Also hier ist mir speziell aufgefallen, dass ich sehr viel Aufmerksamkeit als Lernende habe bekommen und sehr viel Gespräche und Angebote. Auch die Zeit, an meinen Hausaufgaben zu arbeiten, was ich an anderen Orten nicht so erfahren habe und was mich sehr gefreut und ich habe mich immer sehr aufgehoben und wahrgenommen gefühlt. Die Umgebung gefällt mir mega gut, dass es eine mega schöne Aussicht hat und ich auf dem Land ist und ich wohne in der Stadt und bin trotzdem mega schnell da oben. Und wenn ich mit den Bewohnern laufe, genieße ich auch mega die idyllische Landschaft. Ich erlebe den Austausch mit meiner Berufsbildnerin auf sehr aufmerksam. Wir werden immer wieder Gespräche angeboten. Und ich habe auch immer wieder ein Gespräch mit der Teamleitung und sogar mit der Leitung des ganzen Hauses. Das war jetzt mein Alltag. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch.